Hallo und willkommen zurück. Um das Planetensystem in Gang zu bringen, brauchen wir jetzt nur noch das Öl. Und dafür musste ich jetzt doch nochmal nachschauen, weil ich wirklich nicht wusste, wie man jetzt nochmal an Öl rankommt. Weil wir ja schon Öl hatten, als wir die Oliven destilliert haben. Und dann haben wir mit Hilfe vom Spot die Flasche von der Fensterbank runtergeworfen. Und die ist dann im Stall gelandet. So, und dann waren nur noch Glasscherben übrig. Aber die ist im Trog gelandet und das Öl ist in den Trog gelaufen und die Kuh hat das Öl gegessen. Soweit muss man erstmal denken. Das heißt, wir kommen jetzt doch noch an das Öl, wenn wir die Kuh melken. Und das sollte mit diesem leeren Eimer gehen. Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Das ist echt fies um die Ecke gedacht. Wer sagt's denn? Eimer mit Öl. Eigentlich müsste es ja irgendwie jetzt Milchöl sein oder so. Aber jetzt haben wir die letzte Zutat, die das Planetensystem in Gang bringen soll. Jetzt können nur noch schreckliche Dinge passieren. Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfüllstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss, ein Trichter. Ich bitte darum. Ja, und es ist eigentlich recht klar, was der Trichter ist. Ich weiß noch nicht, wie ich rankomme. Nämlich sein Hörrohr. Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Kann ich ihn nicht nach seinem Hörgerät fragen? Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobbel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel. Oh, das ist, glaube ich, doch eine andere Reihenfolge, als ich gedacht habe. Ich muss mir das gerade noch mal mitschreiben, wenn er das sagt. Könnte sein, dass ich da beim letzten Mal was falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobbel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel. Also irgendwas mit Ar, irgendwas mit Porn... nicht Porno, nein. Ich habe mir nur die Anfangsbuchstaben notiert. Vern, Silenz und Frobbel. Muss ich gleich nochmal in dem Turm gucken. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Ich will dein Hörgerät haben. Ich glaube, ich weiß... Was stehst du los? Kann ich dem nicht irgendwie, keine Ahnung, in die Taschen greifen? Nein, ich gehe einfach mal davon aus, dass der Bart echt ist. Ach so, das Hörgerät hat er, glaube ich, nur ausgepackt, als das Lexikon falsch war und er uns nicht verstanden hat. Könnte das sein? Ich nehme gerade mal nochmal so ein... Oder kann ich das jetzt nicht mehr ändern? Ach so, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Okay. Dann tue ich wenigstens das andere und guck nochmal nach der Reihenfolge.
Im Astronologie, nee, nicht im Astrologieturm, sondern in dem Chemielabor. Mir das irgendwas. Kann auch sein, dass es irreführend ist, dass dieses Periodensystem damit gar nichts zu tun hat. Es klingt nur sehr ähnlich. Ach, falsche Taste. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Ja, nee, das war irgendwie. Das war was anderes. Glaube ich zumindest. Och, ich habe keine Ahnung mehr. So, alter Mann, gib mir dein Hörrohr. Sofort. Oder ich hetze dir Spot auf den Hals. Tja, wie kommen wir an ein Hörrohr ran? Das können wir nicht mehr ändern, diese Lexika. Das war sicher sehr teuer. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf Planeten. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Ja. Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon öfter. Ach doch, da können wir irgendwas. Guck dir das nochmal an. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Alles klar. Also es hatte nicht so viel mit dem Periodensystem da zu tun. Wir müssen das nach diesem Astronomiebuch anordnen. Ich zücke wieder Blatt und Bleistift. Ach Gott. Dann lies nochmal vor, lieber Sedgwick. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus. Man müsste echt zwischendurch Pause machen. Also Vernicus ist größer als was? Das könnte jetzt ein bisschen hier nervig werden. Hier ist ein werden. Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem. Ich habe jetzt mitgekriegt, Vernicus, oder wie der heißt, ist größer als Frobel, aber kleiner als Afri irgendwas. Der mittlere ist der Porni irgendwas und der ist auch der größte. Das müsste also auf der Tafel, der da rechts unten sein. Und der hat die Farbe, keine Ahnung. Nee, mittler. Ach.
Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silent ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Also Silenz und Frobel sind, glaube ich, die kleinsten. Ich hasse das Rätsel. Jetzt müsste ich nur noch mal das mit den Farben in Verbindung bringen. Das sagt er mir, glaube ich, wenn ich die Tafel angucke. Das muss ich mir gerade mal dann zuschreiben. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die 5 Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silenz und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Sagte er mir nicht nochmal die Farben? Oder müssen wir die dann... Oder sind es tatsächlich doch dann die Farben, die auch in dem Labor sind? Weil er ja meinte, die sind irgendwie auch nach ihren Elementen benannt oder so irgendwas. Dann muss ich doch nochmal in den anderen Turm gehen. Es hilft nichts. Das hängt also doch alles zusammen. Und ich krieg, glaube ich, irgendwie Kopfschmerzen von der ganzen Aktion. Nein, geh wieder rein. Da unten raus. Das ist eine schwere Geburt. Was man nicht alles tut, um die Welt zu vernichten. Zu retten. Das sind die 5 Elemente. Von links nach rechts. Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Also, das Ding mit V ist rot. Das Ding, das mit A anfängt, ist lila. Die Silentium-Dingens ist dann, keine Ahnung, dieses Gelb, glaube ich. Oder Blau. Nee, Blau, Quatsch. Blau. Weil danach das Pony irgendwas ist, nämlich Gelb. So, und Frobel ist grün. Das heißt, Gelb ist der größte. Weil, sagte er, in dem Buch stand ja, in der Mitte sitzt Pony irgendwas. Gelb haben wir anhand der Elemente eben gesehen. Und im Buch stand auch, dass es der größte ist. Damit lässt sich doch schon mal was anfangen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dann ist das nämlich da noch falsch. Also, gelb ist nämlich dann da unten in den Sockel. Ich hoffe, dass das... Das ist, glaube ich, ein bisschen verschoben hier. Nach dem gelben, nach dem Porni-Dingens, nach dem Porno-Planeten... Wird es, glaube ich, in der, was, der Sonne hingegen kleiner oder irgend sowas? Dieser Silentium ist ja unser Flüsterstein, das ist der blaue. Ich glaube, der kam dann danach und zur Sonne hin, also ich glaube in die Richtung nach links rum sozusagen, dann glaube ich kleiner. Also müsste blau hier stimmen. Dann der Frobel, der grüne. Und
Und der Rote ist größer als der Frobbel, ja, von, aber kleiner als der Afri irgendwas, der Lilane. Ach so, dann müsste der Lilane... Oder? Nee, doch, ich glaube, so stimmt. So müsste das richtig sein. Hatten wir es ja fast schon. Fast. Ich glaube, dass es so richtig ist. Gut, und in der nächsten Folge holen wir uns dann noch das Hörrohr vom Astronomen, damit wir das Öl einfüllen können und dann mal gucken, was passiert. Schreckliche Dinge, vermutlich. Katastrophen. Feuer. Lava. Hagel. Stürme. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.